Crunchroy, Leute, herzlich willkommen zu den Top 10 Fortnite-Clips der Woche. Wenn eure Clips diese Folge nicht dabei sind, dann wundert euch nicht. Inzwischen habe ich echt schon sehr viel von euch geschickt bekommen und sie sind dann eventuell in den nächsten Folgen der Serie dabei. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann sendet mir eure Clips einfach an crunchroy@gmx.de. Ihr müsst sie einfach auf YouTube hochladen und mir den Link in die E-Mail packen. Viel Spaß! Auf Platz 10 diese Woche haben wir Oma gibt mir Energy mit einem Skin, den man sehr selten sieht und einer krassen Reaktion. Oh mein Gott! 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 Frag mal Moses! Nein, nein, frag Moses! Alter! Frag Moses haut er einfach raus. Wir machen direkt weiter mit der 9. Sprayt hier erstmal schön mit der Maschinenpistole rein. Danach hier ein Pumpschuss, kein Kill. Ein Pumpschuss, zwei Kills. Hat er hier einen schönen Collateral mit der Pumpgun gemacht, habe ich auch noch nicht gesehen. Als nächstes haben wir hier einen Clip mit der neuen Waffe. Der ferngelenkte Raketenwerfer kommt hier zum Einsatz. Und sie veranstalten direkt einen Rocket Ride. Es ist so ein Noob. Es ist so ein Noob. Ja. Noch ein Überlebender. Oh. Er fliegt direkt auf zu. Ist aber noch nicht tot. Und der Kollege klärt noch. Auf Platz 7 haben wir hier den Fußballer. Er ist der letzte Überlebende seines Squads und hat eine kranke Reaktion. Vier-Mann-Party. Hä? Wo kam denn der her? Wo geht denn der hin? Der eine läuft in die falsche Richtung. Mach da keinen Schmuckes. Wie er in sein Mikrofon reinschreit, ey. Und noch in derselben Runde macht er noch diese Aktion. Drei Leute! Und jetzt achtet, wie präzise er schießt. Eins, zwei, drei. Mit der Shotgun ein immenser Schaden. Der war auf jeden Fall am nächsten Morgen heiser. Auf Platz 6 haben wir hier einen Clip mit der Autosniper. Er hat hier drei Gegner, sind hier alle verbarrikadiert. Und den ersten erwischt er. Headshot. Den zweiten auch Headshot. Und den dritten auch ein Headshot. Komplettes Team hier weg eliminiert. Auf Platz 5 haben wir diese Woche Kämpfe um den Highground. Hier erstmal der John Wick. Allein als letzter von seinem Team. Gegen seinen Zwilling hier, den anderen John Wick. Gibt er hier noch einen Headshot. Und jetzt fängt's an hier. Der Gegner hier erstmal ein bisschen auf Distanz. Aber dreht sich hier blitzschnell um und baut direkt mal. Der John Wick hier mit der Heavy Shotgun schießt erstmal drauf. Klappt sogar, hat einen Treffer bekommen. Und jetzt versucht er ihn natürlich hier direkt mal runterzubringen. Aber der andere baut schon auch mächtig schnell hoch. In letzter Sekunde durch diese Wand ging dieser Treffer daneben. Der andere baut wirklich in rasantem Tempo hoch. Da kann der John Wick fast gar nicht mehr mithalten, was der hier macht. Verbaut sich hier nochmal und er ist wirklich schon sehr weit oben. Da muss er jetzt überlegen, was macht er? Er fliegt wieder runter. Und jetzt hat er auch keine Lust mehr, geht hier ganz runter. Und was sieht er da? Eine Treppe. Läuft erst ein bisschen weg. Aber dann denkt er doch nach. Okay, ich kann es einfach hier weghauen. Und alles kracht komplett zusammen. Er fliegt runter. Sehr gut gespielt. Er geht hier als Sieger raus. Glückwunsch zu Platz 5. Auf Platz 4 ist der Rifat mit der Pumpgun in Tilted unterwegs. Hier geht es direkt los. Ein Headshot ist drin. Gefolgt vom nächsten Treffer. Macht ihr den Pump-Maschinenpistolen-Trick. Dann hier nochmal einer. Zack. Den auch noch. Alle tot. Aber er legt noch einen drauf. Hier den hinten, gibt den Hitmarker und ihm auch noch einen Headshot. Nach dem Headshot war der Clip abrupt zu Ende. Jetzt kommen wir zu den Top 3. Der Brax Hyper hier am Start mit der Impulsgranate. Und er kann sich noch retten. Was war das für eine Rettungsaktion, Leute? Das ist aber noch nicht alles. Bin ich der Boss oder der Boss? Jetzt hier nochmal eine. Weg damit hier. Zwei Leute mit der Impulsgranate gekillt. Und für den Prax ist diese Rettungsaktion völlig Standard. Er geht da gar nicht drauf ein, sagt auch gar nichts dazu. Hier easy mal die vier Treppen hin und gerade noch gerettet, ey. Kranker Clip. Jetzt kommen wir zum Platz 2 und das ist wirklich das Unglaublichste, was ich mit diesem Jagdgewehr bis jetzt gesehen habe. Hier erster Schuss, ein Treffer. Zweiter Schuss, ein Treffer. Dritter Schuss, Treffer. Vierter Schuss geht natürlich auch rein. Dann hier der fünfte, warum auch nicht. Da baut er sich kurz hoch. Gegner baut sich auch hoch. Der sechste. Und der siebte Schuss. Und hier leider verfehlt.
Boah, Leute, wenn er den noch getroffen hätte, dann wäre Ende. Und jetzt kommen wir zum ersten Platz der Top 10 Clips. Jetzt schaut euch mal an, auf was für eine Idee diese Jungs kommen. Wollen wir da mal hingehen und das abbauen? Ey, ich hab noch Tramper. Nein, es bringt nicht. Lass bitte abbauen, was? Bitte. Hey, dann schießt er auch. Ja, wir haben das Film, wenn wir das abbauen. Das dauert viel zu lange. Ja, Digga, aber wir müssen es abbauen. Bitte. Oben ist halt wirklich so eine krasse Base in diesem Main Tower von Tilted und sie fangen wirklich an, da alles abzubauen jetzt. Allein diese Idee dahinter, diesen Main Tower einfach mal abzubauen, gerade in der Endzone. Und die oben hören es natürlich auch nicht, weil es schon zu weit weg ist. Dafür ist schon der Platz 1 drin. Ja, wenn das klappt, ich liebe unser Leben, Ben. Oh mein Gott, das ist ja so krass. Das fällt tödlich aufpassen, Jungs, ja? Ja, das ist gut. Ey, wir haben es fast. Digga, wir haben es fast. Bitte. Aber das werden die so gar nicht retten, Alter. Wir müssen noch die Treppe aufbauen. Die Treppe. Und das Ding da drüber. Ja, der Plan geht auf. Alle getötet. Wir sind die Geilsten. Alter. Die Idee und dann das auch noch in der Endzone habe ich einfach zu sehr gefeiert. Verdienter Platz 1 meiner Meinung nach. Das war's wieder mit den Top 10 Clips. Am Sonntag kommen aber nochmal welche. Sendet eure Clips einfach an crenshow@gmx.de. Einfach nur den YouTube-Link schicken. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da und macht die Glocke an, damit ihr nichts mehr verpasst. Diese Woche kommen sogar noch Tricks und Taktiken, wie ihr besser werden könnt in Fortnite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Crench Royal.